bin so sehr verliebt. In der Messe, wo ist mir kam. Warte, müssen wir es da weg, weil sonst wird es ein bisschen heiß. Der Mikrofon. Na! Zum Schmützen. Voll zum Haar abfackeln. Ne? Was? Ja. Gruß aus Wien? Ja, das sind die Tascha, ja. Schneekugelmanufaktur aus Wien. Sehr geil, ich brauche sowas noch mit Klopapier, weil meine Mutter sammelt das. Ja, warum so? Der hat das. Wirklich? Ja. Ja. Gut. Bei dir passt? Ja. Okay. Ich renne die ganze Zeit. Achso, na dann. Achso, She's on her way, F ist auch, ne? Sehr gut. Danke. Laut einbinden. Sehr gut. Also, immer wieder. Wo hat er was? Ich glaube, was der Zugriff gibt. Jeden dritten Satz gibt es. Okay. Na gut, dann gehen wir es an. Ja, willkommen im Studio 21. Heute habe ich mir eine Unterstützung geholt aus dem Bereich der Pädagogik. Na, Blödsinn auch, ja, aber eigentlich Kabarettist. Du hast ein sehr gutes Kabarett, was. Ja, viele von uns leben ja damit, weil sie Kinder haben, das heißt, sie leben mit der Schule. Du lebst die Schule aber auch auf der Bühne. Mhm. Ja, jetzt lebe ich es nicht auf der Bühne. Nicht. Jetzt lebe ich es auch nicht daheim. Homeschooling haben wir jetzt gemacht, zwei Monate, aber ja, also vom Leben kann man im Moment nicht wirklich sprechen. Mhm. So, Homeschooling, wie ist das eigentlich so? Das, das so man braucht sich nicht zu ärgern, oder? Es ist irgendwie ein bisschen fad. Mhm. Es ist sehr, ich meine, logischerweise einseitig, aber es ist irgendwie ein bisschen, also für mich ist es viel anstrengender. Ich bin gern in der Schule, ich bin gern in Interaktion und diese Herummählerei und ständige Schreiberei, mir ist das wirklich schon auf die Nerven gegangen und darum freue ich mich ja schon irrsinnig, wenn es losgeht nächste Woche, ganz ehrlich. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Unterschied, ob man jetzt sagt, nimm die Finger aus der Nase, wie wenn du sagst, nimm die Finger von der Tastatur. Wann ist nicht sich, genau, ich sehe es ja nicht einmal. Ja, genau. Jetzt ist bei dir leider sehr viel ins Wasser gefallen. Du hast einiges geplant gehabt. Wäre eine ganz interessante Sache gewesen. Ja, das Problem ist, dass man, wie gesagt, ich habe es ja noch relativ gut getroffen, weil, wie gesagt, wie richtig schon gesagt hast, ich habe einen Job, ja, ich habe einen Hauptjob. Nur es sind halt auch ganz viele Leute, die momentan wirklich auf der Tacken liegen und zwar richtig komplett. Und darum kann ich jetzt natürlich von mir nicht sagen, meine Existenz ist bedroht, sondern ich bin halt einfach angefressen, weil ja, am 3. März habe ich Premiere gehabt und am 13. war der Shutdown da. Ja, das heißt, ich habe natürlich Geld investiert, sehr viel Geld im Vorhinein und habe zwei Auftritte gehabt bis jetzt. Ja, und das ist, aber wie gesagt, das ist jammern auf hohem Niveau. Also ich kann meine Miete zahlen, ich kann mir was zum Essen kaufen und es gibt mittlerweile wirklich leider sehr, sehr viele Künstler, die das nicht können. Ja, mhm. Und das ist, was mich ziemlich, ziemlich aufregt. Ich meine, ich sage das jetzt einmal so provokant. Irgendwo hat man das Gefühl, dass von unseren Verantwortlichen Kultur so nicht so ganz systemrelevant ist. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es wird es tut sich ja nichts, ja, du erfährst ja nichts. Ja? Mhm. Und ich kann mir das schon vorstellen. Es gibt halt, also ich glaube, wenn ich jetzt nur von der Kabarettszene rede, dass einige Politiker nicht so unglücklich sind, dass die Kabarettisten nicht so Zeit lang einmal die Co. halten. Mhm. Ja. Ja, aber sie kommen ja wieder. Ich hoffe, und das mit mehr Power als eh zuvor. Also die können sie dann schon, glaube ich, sehr warm anziehen. Für mich etwas sehr Bemerkenswertes, ich habe das jetzt in anderen Zusammenhängen schon gesagt, es hat noch nie eine Zeit in der Geschichte des Landes gegeben, wo es nicht zumindest irgendwo ein Glanzkabarett oder ein Glanztheater gegeben hat, was trotz aller Viren, Umstände und so weiter gespielt haben. Naja, vor allem, wenn man jetzt hergeht, Zweiter Weltkrieg zum Beispiel, ich meine, da haben sie ja unter Lebensgefahr gespielt in Wahrheit. Ja. Das waren ja Geheimtreffen. Also das stimmt, also Theater, noch nie Theater gegeben. Und insofern haben wir das ja schon wieder mit Systemrelevanz. Ja. Mhm. Weil Leute zu unterhalten, ist einfach, ja, viele sagen, das ist jetzt ein Nahrungsmittel, weiß ich nicht, ob jetzt so weit gehen wird, aber es ist halt massivst wichtiger und vor allem in Krisenzeiten. Also, und da sind halt dann irgendwelche Webcam, Wohnzimmer, Kabarettauftritte auch nicht unbedingt förderlich, weil das ist, glaube ich, mehr Fahrt, als es irgendwas gebracht hat. Also ich kenne niemanden, der das irgendwie lustig gefunden hat, was da in letzter Zeit so passiert ist. Mhm.
kann man vorstellen, dass er ein bisschen fad ist, weil du müsstest dabei gestehen, aus der Konserve das Gelächter einspielen. Ja, ja, genau. Weil ich habe Kabarett, Komödie, Theater lebt vom Publikum. Naja, natürlich, auf jeden Fall. Also ein Kabarettprogramm, ich kann mir vorstellen, dass man sich hinsetzt und irgendwas liest oder wenn man ein Lied spielt oder sonst irgendwas. Aber mich hinzustellen, zwei Kameras aufstellen oder ein iPhone oder was auch immer, ins Wohnzimmer und dann ein Stand-up abzuliefern, ja, wer es mag, aber viele sind das glaube ich auch nicht. Mhm. Jetzt hast du zwei Programme, ist das richtig? Ja, genau, stimmt. Ich habe das, was ich nie über Lehrer wissen wollte, wo ich eben zweimal gespielt habe und nicht weiß, wann ich das nächste Mal spielen darf, vielleicht irgendwann 2023. Ja, und dann habe ich mir selber so, ich habe noch nie eine Solo-Geschichte gemacht und habe mir so ein Programm geschrieben, heißt Gedächtnisübung, habe ich mir die besten Geschichten rausgenommen. Aber wie gesagt, das steht ganz in den Sternen, ob das jetzt überhaupt dann passieren wird oder was auch immer. Weil selbst wenn sie jetzt aufsperren im Herbst, ist ja noch lange nicht gesagt, dass Leute kommen. Ja. Das heißt, theoretisch könntest du aber jetzt ein Programm schreiben. Und meine Erfahrungen aus Fernlernen oder wie auch immer. Nein, das nicht, aber ich hab wirklich geschrieben. Ich habe so viel geschrieben wie mein Leben noch nicht. Weil ich mag schreiben überhaupt nicht. Das oder hab's, Lehrer. Hab's nicht. Ja, ja. Naja, nein, Rechtschreiben sowieso nicht. Das kann ich, darum bin ich ja Mathelehrer. Ah, ja, aber wenn ich schreibe, sind das Kabarettprogramme. Da setze ich mich hin, weil ohne ein Programm kann ich nicht auf die Bühne. Das heißt, ich muss was schreiben. Aber jetzt habe ich aus reiner Spaß an der Freude geschrieben. Und das habe ich habe das auf Facebook ein paar Sachen veröffentlicht unter den Hashtag, sagt man da, glaube ich, Corona-Tapes, wo ich quasi die geheimen Gespräche abgehört von Prominenten und von Politikern und so weiter, ja, die ich halt geschrieben habe und natürlich Satire sein, ist eh logisch, aber das eine oder andere könnte so passiert sein. Und das ist lustigerweise sehr gut angenommen worden, aber halt gratis. Ja, man gehört, in jeder Satire steckt ein Körnchen Wahrheit. Ja, oder das auf jeden Fall. Ja, 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 also in dem Fall auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte geschrieben, Wolfgang Ambros und Reinhard Fendrich debattieren drüber, sie wollen einen Corona-Benefit-Song machen und einen ihrer Hits umschreiben. Klingt jetzt natürlich nicht lustig, weil ich das so dazu, aber es ist, also nachlesen, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Und ist durch die Decke gegangen. Also Facebook-mäßig auf jeden Fall. Und das hat mir dann schon sehr taugt. Und das ist halt Brot des Künstlers, wissen wir, ist der Applaus. Und wenn du den halt nicht kriegst, so ein paar Likes dann zu haben, und wenn du dann merkst, dass das dann wirklich durch die Decken raufmarschiert, ist das auch ganz nett. Aber es. Ja. Ich weiß auch nicht warum, aber der war auf einmal da, nämlich Lehrer lügen nur viel. Die lügen den ganzen Tag. Pass auf, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind mit zu dir kommt, der mit einem Aufsatz, der so ein bisschen, sagen wir so ein Mitteldings ist. Also irgendwie so fegefeuermäßig, nicht ganz Himmel, nicht ganz Hölle, weißt du, irgendwo so dazwischen, weißt du, so nicht Fisch, nicht Fleisch, so ein bisschen nichtssagend, kann so nichtssagend. Wie vor Adelberg, ungefähr, kann man sagen. Ich freue mich schon, wenn wir in Dornbirn spielen. Dort sage ich dann eh Klangfurt. Wir haben während der Corona-Beschränkungen das Glück, mehr oder minder das Glück gehabt, bei einer Veranstaltung, bei einer Theateraufführung dabei zu sein. Das in der Theaterarche. Illegal. Es war legal, weil es war nur ein Personenstück, ein Monolog. Okay. Die Schauspielerin, der Regisseur hat Licht- und Tontechnik gemacht und wir sind im Publikum gesessen und haben gefilmt und nachher interviewt. Das heißt 80 Quadratmeter groß. Genau. Und es war ein wahnsinniger Augenblick, wie sie gesagt hat, sich verneigt hat, es ist fertig. Normalerweise aus dem Applaus, also man sieht einfach, wie deprimierend das Ganze ist. Ne? Ich habe diese Gedächtnisübung, was ich vorher gesagt habe, habe ich einmal gespielt sogar noch und das war am 12. März. Ich glaube, ich war einer der letzten Kabarettisten in dem Land, die überhaupt noch einen Auftritt gehabt haben. Ich habe in Steyr gespielt, im Alten Theater Steyr, das ist wirklich ein irrsinnig geiles Theater. Das ist wirklich alt, ja, mit Rängern oben und so. Und es war also einer der ärgsten Auftritte, die ich jemals gehabt habe. Ja, das wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Es war irgendwie, sie haben nur mehr die Hälfte reinlassen dürfen, logisch, das war dann irgendwie schon. Genau, und die sind aber gekommen. Ja. Und es hat trotzdem, und sie haben sie mächtig auch gehabt. Ich habe sogar Standing Ovations nachher bekommen, wahrscheinlich weil ich gespielt habe, weil ich hätte ganz locker auch absagen können. Wollte ich aber nicht.
Und es hat eine Stimmung gehabt, mit diesem alten Theater, verglichen mit Titanic, die Band, die ich noch gespielt hat beim Untergang. Das hat wirklich, das haben auch nachher alle gesagt. Ja, also nicht, dass es so schlecht gewesen war, dass wir alle untergegangen waren, aber dieser Beigeschmack war dabei. Ja. So mag ich, jetzt werden wir ganz lang kein Kabarett mehr sehen. Live. War ein beeindruckender Moment. Also das war, das vergiss ich nicht. Jetzt, wir leben in einem Land, was sich rühmt, dass Kultur ganz wichtig ist. Irgendwie vermisse ich das jetzt ein bisschen, weil man sagt, ja, wir werden ihnen schon helfen und so weiter. Okay. Also, abgesehen davon, wenn es dann ganz so wie man allen hilft. Natürlich. Im Moment. So wie allen geholfen wird. Genau. Den Wirten wird geholfen. Einigen wird weitergeholfen. Jetzt ist natürlich die Frage, ich meine, ich rede jetzt nicht davon, dass es dann Interviews gibt, wo man sagt, oh, warum, Gott sei Dank, wenn mein Fernseher nicht zertrümmert, weil der kann eigentlich nichts dafür, was da rauskommt. Ich finde schon, dass man darüber reden darf und auch soll, weil das, was du wahrscheinlich ansprichst jetzt mit der Pressekonferenz, Kogia Lunacek, das war eine Zumutung, ja, das war eine, also mehr Respektlosigkeit geht schon nimmer. Mhm. Ja. Leute, die daheim sitzen und warten, wie geht's weiter bei mir, ja, sowas zu verarschen in Wahrheit, Entschuldigung, aber in dem Fall ist es eine hochgradige Verarsche gewesen. Ja. Naja, die Balkonkonzerte, die sind ja so nett. Ja. Oder beim Trainieren, hat es glaube ich gesagt, Trainieren auf der Bühne, da muss man halt den Abstand dann einhalten und. Ich meine, das war Verarsche. Ja. Bis heute, wir haben heute den 12. Ja. 12. Mai, wir wissen bis heute nicht, wie es weitergeht. Ja. Null, keine Ahnung, es äußert sich niemand. Ja. Die Lunacek war, wer gestern, 11. Mai, wäre es eingeladen gewesen in der ZIP 2, wo dann der Resetaris eingesprungen ist, weil sie das einfach nicht tut, ja, weil sie einfach keine Ahnung hat. Das war die bessere Alternative. Ja, auf jeden Fall, Gott sei Dank. Aber irgendwie wäre es schon mal Zeit, dass einmal die Leute auch wissen, nämlich, es geht ja nicht nur um die Kabarettisten, es geht ja um Veranstalter, es geht um alles rundherum, es wird Beleuchter, Billeteure, was auch immer. Ja. Da hängen ja irrsinnig viele Arbeitsplätze dran. Ja. Und dass die einfach so richtig negiert werden, dass so gar keine Infos rauskommen, ja, das ist einfach ein Witz und das zeigt dann schon den Stellenwert auch, den die Kunst hat in dem Land, offensichtlich. Mhm. Ja. Weil wir waren die Ersten, die zugesperrt worden sind, quasi, ja. Und werden hundertprozentig die letzten Seite aufsperren dürfen. Mhm. Aber so wie du so richtig sagst, es geht ja nicht nur jetzt um die Künstler, man schlimmt schon, sondern da hängt ja wirklich eine ganz große Gruppe an Arbeitskräften noch dran, die einfach ihren Lebensunterhalt damit verdienen. Aber eins muss man sagen, Gott sei Dank, es gibt jetzt sehr viele Leute, die sich quasi formieren. Es gibt jetzt die Interessensgemeinschaft Kabarett zum Beispiel, die da ordentlich aufs Gas steigt. Das haben sich die Wiener Kabarettbühnen, so quasi die Vereinigten Kabarettbühnen Wiens, haben sie jetzt auch zusammengetan. Gut, zum Vergleich mit den Vereinigten Bühnen. Genau, ich habe das nur gehört. Ja. Und das finde ich schon super. Und da sollen sie jetzt einmal ordentlich aufs Gas steigen, dass zumindest irgendwas passiert. Und wenn man schon sagt, okay, es geht nicht, ja, dann muss man zumindest einen Plan haben, wie man die Leute auffängt. Ja. Weil irgendein Härtefall vor, wo es nicht besser war, wo du maximal in der ersten Phase 1.000 Euro bekommen hast, das ist ein Scherz. Ja. Und für die zweite, also ich kenne noch niemanden, der Geld gekriegt hat. Ja. Wir haben alle schon eingereicht, aber keiner hat ein Geld bekommen. Ja, und das finde ich einfach Wahnsinn, unpackbar. Und da gibt es wirklich Leute, die können ihre Miete nicht zahlen im Moment. Ja. Das ist einfach so. Ja. Und das ist wurscht. Lassen wir Stunden die Miete, weil irgendwann zahlt das dann. Die SVA darf man nicht Stunden, das ist ja nett. Man darf sich ja Kredite auch aufnehmen. Darf man? Die sind ja vom Staat, der quasi dann die Sicherheiten übernimmt. Okay. Das wissen nur die Banken noch nicht. Und außerdem, wer soll es denn zurückzahlen? Und vor allem wann? Ja. Also alles lupenreines Blabla. Und ich hoffe, sie kriegen die Rechnung präsentiert, sowohl die einen wie auch die anderen. Jetzt, wenn man sagt, also die Künstler hängen in der Luft, es hängen, und vor allem, was hat sehr viele sein, es gibt ja diese, die sie praktisch das Studium auch damit verdienen. Ne? Das was? Das Studium zum Beispiel auch damit verdienen, ne? Die im Theater aussehen. Ach so, es hängt da massiv, viele Leute hängen da dran. Und nicht nur Existenzen, ja. Einzelschicksale. Ich sage halt immer, dort, wo Kultur nicht mehr vorhanden ist oder nur mehr am Rande vorhanden ist, das ist schlimm, weil das ist erstens einmal bleibt die Menschlichkeit zurück
Und abgesehen davon ist es in einem demokratischen, fortschrittlichen Land einfach traurig, ja, wenn es sowas passiert. Ja, und noch einmal, es hat sich auch irgendwie niemand beschwert. Es war diese Lockdown-Geschichte offensichtlich notwendig damals. Ob es jetzt wirklich so lange dauern hätte müssen, das ist eine andere Geschichte. Mir geht es einfach nur darum, dass die Leute nicht aufgefangen werden. Und das ist das, was ich so fürchterlich finde, dass man Künstler sterben lässt. Ja, ganz viele. Und es wird die Szene, ob das jetzt Kabarett ist, Theater, es wird sich ausdünnen komplett. Es werden hoffentlich nicht viel, aber es werden Hütten krachen gehen. Fürchte ich, Veranstaltungshäuser. Ich hoffe einfach das Beste und ich hoffe, dass sie zumindest dann im September aufsperren können, wie gesagt, wie viele Leute dann kommen werden und unter welchen Voraussetzungen, ist die eine Geschichte, aber dass zumindest ein bisschen Geld wieder reinkommt. Ich glaube, es wäre wichtig, wenn die Leute wiederum auch rausgehen können, in ein Theater gehen können, in ein Kabarett gehen können, weil es einfach wichtig ist, weil nur vor der Konserve sitzen und sich das anzuschauen, das ist einfach zu wenig. Das ganz genau. Und was ich auch nicht verstehe, ist, dass diese ganzen Sommertheater abgesagt sind. Das verstehe ich überhaupt nicht. Es ist mir schon klar, es rechnet sich wahrscheinlich in vielen Bereichen nicht. Das ist mir schon bewusst. Aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt hernehme, es ist nur ein Beispiel, die Bühne Donaupark. Ja? Im Donaupark, diese Kabarettbühne. Ja? Also da könnte man doch durchaus Kabarett spielen lassen. Ja? Da geht es um kein Gedränge, da geht es um gar nichts. Ja? Das ist eine riesige Wiesen. Genau, ja? man kann ganz oben sitzen oder ganz unten. Genau, also die könnte man ja durchaus spielen lassen. Ja? Ja. Das hat auch mit der Wirtschaft dann relativ wenig zu tun, weil das ist ja irgendeine geförderte Geschichte. Mhm. Ja? Das verstehe ich nicht. Solche Sachen verstehe ich nicht, ja? Dass man das nicht einfach zulässt, damit die Leute, die Kabarettisten oder halt eben Leute dranhängen, dass die zumindest ein bisschen was verdienen. Ja? Was mir nicht ganz verstehe, wenn ich jetzt habe ein Theater und ich sitze Leute auseinander, dann ist ja Platz genug. Ja, eben. Jetzt wenn ich mir ein Flugzeug anschaue und die dürfen aber wieder fliegen. Der Residaritz hat das in der ZIP2 gestern so irrsinnig herrlich gesagt. Er hat gesagt, ja, wir können ja jetzt im Baumarkt spielen oder im Flieger, weil dort geht es ja, dort funktioniert es, und da hat er vollkommen recht. Ja, es ist ein Witz, ein Puff macht auf, fliegen darf man wieder, Schule, ja, in der Schule kriegst du den Abstand nie zusammen, nie, ja, definitiv nicht. Und Theater, da ist es halt dann nicht möglich. Ja. Vor allem, ja. Aber diese 20 Quadratmeter Regel ist ja gefallen, zugunsten der 10 Quadratmeter Regel. Ja. Und jetzt sind sie ja eh schon so weit, dass sie sagen, okay, das ist ein Blödsinn. Ja, jetzt sind sie halt wieder bei dem 1 Meter Abstand. Ja. Also es würde funktionieren. Der Dieter Hallervorden zum Beispiel hat in Berlin sein Theater und der hat es ja vorgemacht, wie es funktionieren kann. Ja. Und es geht. Ich meine, natürlich gibt es dann nicht mehr so viele Leute, aber viele Kollegen werden dann zum ersten Mal ausverkauft. Na, Entschuldigung, das war jetzt gemeint. Nein, aber ja. Ja, aber ich kann auch so ein Spiel vor einem Fohlenhaus. Ne? Ja. Ausverkauft. Ja, jeden Morgen komme ich dann in der Schule an, schweißgebadet, denke mir, boah, jetzt war er der Zigaretten super, aber blöderweise keine eingesteckt. Was aber wurscht ist, weil da drüben beim Parkplatz, da stehen zwei Erstklässler, die schnurren wir sicher an. Dann gehe ich hinein in die Schule, öffne die Türe und wie jeden Morgen schalte es mir entgegen, ich habe heute nur keine Lust. Ich mag heute nicht in die Schule. Ich mag nach Hause zu meiner Mama. Ja, willkommen im Lehrerzimmer. In der einen Ecke hinten, da bereitet sich die ältere Lehrerin aus der 4a aufs heutige Sachunterrichtsthema vor, Sexualkunde. Ich denke mir, da wird die Frau Kollegin heute aber viel lernen. Die ältere Kollegin, weißt du, die ist Single, ja? Aber total optimistischer Single, was so richtig immer gut drauf. Hey, mein Bett ist immer halb voll. Ja, aber das, was ich sagen wollte, ne, das ist halt auch ein Unterschied, ob ich heute in eine Veranstaltung gehe, in ein Theater gehe, in ein Kabarett gehe, wo die Leute unter normalen Voraussetzungen eigentlich disziplinierter sind. Wenn ich jetzt in eine Schule gehe, ich meine, sage jetzt erst die Kinder undiszipliniert sind, die Kinder sind Kinder. Ja. Aber da kann ich dieses, wie heißt das fürchterliche Wort, so Social
Distancing. Also auseinanderhalten auf Deutsch. Ja, genau. Warum sie das nicht sagen, verstehe ich nicht. Naja, wir sind ja sehr international. Ah, ja, genau, deshalb. Und das lässt sich dort nicht. Also die armen Lehrer, ich möchte wissen, wie ich die Meute auseinanderhalten will. Es lässt sich schon organisieren. Die Frage ist nur, wie sinnvoll das Ganze ist. Die Frage ist, was das mit den Kindern dann macht. Ja, ich kann keine Pausen machen, weil die Kinder brauchen einen Meter Abstand. Das heißt, die sitzen dann in der Klasse, in der Pause, 4 Stunden lang. Ja, die haben Pause, die haben Unterricht, dürfen es vielleicht dann einmal in den Garten gehen, wenn sie Glück haben, wenn sie einen Garten haben. Das kommt ja auch noch dazu. Unterricht wie 1920. Ja. Da wird es wahrscheinlich die Möglichkeit sogar geben, dass die Kinder es nicht ganz funktioniert wird und die kommen dann zusammen. Also da ist ja die Gefahr noch wesentlich größer wahrscheinlich wie... Ja, drum bin ich da ein bisschen skeptisch, was das betrifft. Aber ich finde trotzdem, über allem drüber steht, dass sie es endlich wieder sehen. Ja. Und ganz ehrlich, also die Fallzahlen jetzt im Moment, die sind ja doch relativ niedrig, soweit man das weiß, weil man kennt eh kein Mensch aus, ja. Wie hoch ist die Dunkelziffer, ja, das weiß ja auch niemand, das war ja damals diese halblustige Geschichte, wo sie gesagt haben, Dunkelziffer ist irgendwo zwischen 10.000 und 67.000, ich meine, da hat sich dann auch jeder gefragt, was los mit euch. Aber das Wichtigste ist einfach, dass die Kids wieder zusammenkommen, dass sie wieder spielen gehen dürfen, dass sie am Spielplatz gehen dürfen. Ja. Meine Tochter war jetzt zum ersten Mal seit 2 Monaten auf dem Spielplatz wieder. Ja. Das war unglaublich. Ja. Ja. Und das, finde ich, steht über allem drüber. Und ich glaube einfach, das ist sowieso meine persönliche Meinung, ich glaube sowieso, wenn man sie wirklich dran hält, Handwaschen, meinetwegen den Mundschutz, wo ja auch diskutiert wird, ist das jetzt wirklich notwendig, aber halt ein bisschen eine Distanz zu halten, ja, dann wird das Ganze auf nie im Leben mehr in eine zweite Welle reinführen. Ja. Das ist meine Meinung. Darum dann wir jetzt eine kuscheln da. Bitte? Darum dann wir jetzt eine kuscheln da. Ja, schade, das muss man jetzt anreißen. Ja, ich glaube auch, dass das auch für die Kinder wichtig ist. Auf jeden Fall. Soziale Kontakt. Auf jeden Fall. Und je länger das dauert, ich glaube, umso mehr Folgen wird das haben. Ja, und darum sollten sie jetzt aufspüren. Genau. Und wir hoffen, dass auch bald die Kabarets, die Theaters, die kleinen Opernhäuser aufspüren. Ja, abgesehen davon, ich freue mich einfach schon wieder. Ja. Wir haben in der Grum, da haben sie, ich glaube, 10 Kabarettisten oder so haben sie jetzt aufgenommen. Vor leerem Haus, die halt so 30, 45 bis 45 Minuten ihr Programm anteasern, anspielen. Gesponsert vom Bezirksvorsteher, weil ich eine sehr, sehr coole Sache gefunden habe. Für Geld nämlich, nicht umsonst, sondern für Geld. Mhm. Und selbst da war ich schon happy, wie ich hingefahren bin und wieder so ein bisschen Normalität verspürt habe. Dass ich wieder auf einer Bühne stehe, auch wenn es komplett anders gewesen ist. Aber trotzdem, Bühnenluft, Mikros an, ja, nachher dann ein Bierle trinken und so, wie es einfach gehört. Ja. Und auf das freue ich mich massiv. Und das ist dann wirklich wurscht, ob das jetzt vor 20 Leuten ist oder vor 500 Leuten. Ist egal, hauptsache wieder auf die Bühne rauf. Und für die Künstler, für die dranhängen und fürs Publikum sowieso. Absolut. Ja. Ja, dann hoffen wir, dass du bald auf der Bühne stehen kannst. Ja. Alle sind wieder auf der Bühne. Alles Gute für die nächste Schulwoche. Dankeschön. Ich habe ja noch ein großes Problem. Ich habe am 3. März die Premiere gehabt und ich bin ja jemand, der Texte sehr leicht verlernt. Ja, ich kann dieses Programm mittlerweile gar nicht mehr. Das heißt, ich muss das Ganze jetzt nur einmal lernen. Bei den Kindern. Probier's bei den Kindern aus. Ja, genau, die werden sich sicher gefreuen. Nein, aber ich kann es nicht mehr. Es ist unglaublich. Ich habe das komplette Programm, ich habe eine Premiere gespielt und habe einen Folgeauftritt gehabt und das Programm ist weg. Ja? Mhm. Ich kann es nicht mehr. Mhm. Das ist ja trocken, aber ja, je länger es dauert, desto ärger wird es. Und ich könnte es ja jetzt schon wiederholen. Für das bin ich aber 2. Ja, klar, ich verstehe. Nein, dann hoffen wir, dass wirklich das für alle gut ausgeht. Ja, dass das möglichst wenige Künstler auf der Strecke bleiben. Es werden vermutlich die einen oder anderen. Ja. Ich hoffe nicht, dass es nicht glaube ich auch. Ja. Und ich sage mal, jeder Einzelne, jedes Theater, jeder einzelne Künstler, jedes, wie auch immer, jedes Kulturzentrum, was dem zum Opfer fällt, ist eines zu viel. Ja,
Stimmt. Und man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja nicht nur eine wirtschaftliche Geschichte, es ist ja auch eine Herzblutgeschichte. Ja, genau. Viele machen das ja, natürlich Geld, logisch, brauche ich zum Leben, aber das ist ja Berufung. Ja. Vor allem Theaterleute, die das wirklich leben, ja, die können ohne Theater in Wahrheit nicht. Also, und da sieht man jetzt aber, was alles passieren kann, wenn einmal so eine kurze, so ein Virus daherkommt, was das ist, so ein wie filigran die komplette Gesellschaft aufgebaut ist in Wahrheit, was das zunichte macht, innerhalb kürzester Zeit nämlich. Ja. Also es gibt Momente, wo die Natur uns zeigt, Freunde, ja. Der Chef ihr bin seid, immer ich. Genau, ihr seid Gäste. Genau. Ja. Dann sage ich dir schon recht herzlichen Dank. Ja, ich sage danke. Das ist so ein geiles Studio da überhaupt. Also sehr empfehlenswert, herzukommen. Und wir hoffen, dass wir dich bald besuchen können, wenn du eine Premiere hast. Und ich hoffe bald. Eine Premiere habe ich gerade gehabt, aber wie gesagt, Restart, oder wie sagt man dann? Genau, noch besteht die Möglichkeit, im Sommer zu spielen, beim Genre. Das weiß ich eben noch nicht, weil das ist ja Outdoor. Das wäre am 23. Juli. Also da seid ihr dann auf jeden Fall eingeladen, das ist logisch. Und schauen wir mal, aber wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Auszählen, weil Genre vielleicht ist ein Ambiente, das ist ein Traum. Ja, Genre ist großartig. Aber schauen wir mal, ob sich die Frau Staatssekretärin einmal aus ihrem Zimmer herauswagt und vielleicht irgendwelche. Wir werden sie einladen, wir haben eh grüne Wände. Ja, mit Grün hat die ganze Politik nichts mehr zu tun, meiner Meinung nach. Gut, dazu will ich jetzt nichts hinzufügen. Sehr schönes Schlusswort, oder? Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und wir sehen uns sicher bald. Ja, hoffentlich. Und um 15 Uhr sitzen dann die lieben Kinder, ist alle aufgefallen, in der ersten Reihe vom Kinderfreunde-Kasperlbus. In der einen Hand Pommes mit Ketchup, in der anderen ein Langosch. Hinter ihnen sitzen ihre Eltern, die alle ausschauen wie menschliche Gasometer. Wo ich mir jedes Mal denke, ich habe gar nicht gewusst, dass Cholesterin auch außerhalb der menschlichen Hülle überlebensfähig ist. Und dann geht's endlich los, Rabuzi Kabuzi, der Kasperl ist da. Hallo Kinder, seid ihr alle da? In der ersten Reihe sitzt der Kevin, nur was glaubst du, mein Sandtepper da? Schaut der Typ in Olam Schell, was? Von hinten schreit seine Mama Chantal nach vorne. Sag mal Kevin, redst du im Kindergarten auch so schier oder was?